Hallo und willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge des Sexy Brutal. Manchmal verschätze ich mich da so ein bisschen, aber ich glaube, diesmal wird es wirklich die letzte Folge. So, hier ist der Lukas, wir haben ihn gefunden. Ich kann dich nicht zu einem wahren Teil meiner Welt machen. Aber wenn du es siehst, entscheidest du vielleicht selbst, ob diese Welt für uns richtig ist oder nicht. Wenn ich was sehe, das alles nur... Das ist Lukas Bondes, der Marquis des Sexy Brutal. Der ist doch... Oh, ist das doch okay? Lukas, mein Lukas. Sie? Was? Ich habe alle hierher gebracht, um diesen Mann zu beurteilen. Ach so, jetzt mal Moment. Das da unten ist der Lukas und der, mit der goldenen Maske ist nicht der Lukas. Okay. Oder lieber, um ihn zu verurteilen. Der hat irgendwie... Seine Schuld steht nicht in Frage. Sie verstehen mich, bitte. Er ist ein guter Mann. Wir werden sehen. Sie sagt, er ist ein guter Mann. Er hatte was mit der Tequila Belle. Er hat ein Kind mit der anderen und jetzt auch noch mit der Nichte vom Reggie oder was? Boone, pass auf. Oder plant er jetzt böse Sachen? Wir haben noch Zeit, ausreichend Zeit. Schließlich hat Sixpence das so kalkuliert. Was? Die Sprengladungen sind alle so eingestellt, dass sie gleichzeitig hochgehen. Und Mitternacht ein Dutzend Gäste, die dann draußen in Sicherheit sein werden. Und ein Dutzend Zeugen, die meine Unschuld bezeugen können. Das ist riskant. Aber die Versicherung, ein neues Leben für Eleanor und mich. Dieses Mal etwas weniger extravagant. Er jagt alle in die Luft, bis auf ein paar Gäste, um sich ein neues Leben zu ermöglichen. Lukas? Mein Lukas? Der steckt mit dem Sixpence in einer Decke. Weiß sie es dann auch, weil sie mit Sixpence verwandt ist? Bitte, er ist ein guter Mann. Das kennen wir schon. Ist das die Bombe? Schwer. Sixpence, ich habe leider nicht deine Talente. Ich will das nicht mit ansehen. Du wärst sehr enttäuscht, alter Freund. Du hättest eine sehr viel bessere und feinere Arbeit abgeliefert. Stopp. Die sind alle schon tot, nur er nicht. Und wo sind meine... Ich muss wohl einen Raum gelassen haben. Er ist der Einzige, der noch lebt. Ja, schau ruhig weg. Ja, klar. Es macht es dir leicht. Es ist ja so leicht wegzuschauen. Ich bin derjenige, der alles zusammenhalten muss. Ist es perfekt? Nein. Wir sind ja irgendwie in einer riesigen Uhr. Aber es ist richtig. So richtig, wie wir es eben verdienen. Bitte, er ist ein guter Mann. Ja. Dreimal das Gleiche zu sagen, ist auch nicht... Seine Maske ist bis jetzt die hässlichste. Sieht aus wie ein Vogel. Mein wunderschönes Anwesen. Ich werde dich sehr vermissen. Aber du warst doch ein hoher Einsatz. Und der hat sich nicht ausgezahlt. Das Haus gewinnt eben doch nicht immer. Und ich kann mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Zeit für die Auszahl. Auszahlung? Aus was war das? Ach du Scheiße. Da ist wohl noch eine Bombe irgendwo hochgegangen. Oh mein Gott, nein! Und ich bin nicht draußen. Feuer! Keiner sieht meine Unschuld. Feuer! Das Theater, aber wie? Das Casino, nein! Nein, nein, nein! Der Timer. Habe ich etwas falsch? Nein, aber wie ist das möglich? Ich muss hier raus. Ja, beste Idee. Ellie, Ellie! Wer ist Ellie? Eleanor? Nein, nein! Oh je. Oh Gott, was habe ich getan? Ja. Wie hoch ist denn der Glockenturm hier, wo die Uhr drin ist? Er hat diesen Sturz überlebt. Ein wenig lädiert, ziemlich verletzt. Aber er hat gelebt. Das ist der Beweis, Boone. Dieser Mann hat sein eigenes Haus in Brand gesetzt, nur um diese Versicherungssumme zu kassieren. Alle in diesem Haus sind in Wahrheit nicht riesige Spinnen, Dämonenfische oder tödlichen Fallen zum Opfer gefallen. Sie starben in dem Feuer, das dieser Mann gelegt hat. Ich habe das Haus im Laufen gehalten, die Tode dramatisiert, für ein bisschen Flair gesorgt. Aber dieser Mann ist in Wahrheit verantwortlich für die Tode in diesem Haus. Das ist noch nicht alles. Du weißt nicht. Es ist mehr als genug. Wir werden warten, Boone.
Wenn du es herausfinden kannst, wenn du den Wunsch hast, diesen Mann zu retten, dann hör zu, ich werde dich nicht aufhalten. Nein, wir wollen nicht jemanden, wir wollen alle retten. Deswegen, ich durchlebe den Tag die ganze Zeit nochmal. Der Turm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oh, mein Gott, was soll ich machen? Dein Taschenuhr tickt im Einklang. Ah. Ah, doch, das ist unser Speicherpunkt. Bitte, er ist ein guter Mann, ja. Schließlich hat Sixfang. Ja, er hat. Komm, red nicht so viel. Was soll ich denn sonst machen? Alles klar. Ja, was soll ich denn machen? Ohne mich gäbe es nichts. Ist das das, was du willst? Es gibt keine... Ja, das ist eine Uhr. Ich sehe das. Ich kann aber auch nicht runter. Muss ich die Zeit vielleicht vorspulen? Nee. Stopp. Stopp. Nein. Ah, jetzt geht er raus. Wenn er rausgeht, dann muss ich runter. Und jetzt kann ich mir hier eine Geige... Was ist das denn hier? Eine Violine zum Üben? Ja. Das sieht ganz nach Sixpence aus. Der Uhr fehlen ein paar Teile. Du bist doch hier auch einer. Was passiert, wenn die Maske mich erreicht? Ich weiß es immer noch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Schwer, ja. Das ist schwer. Nicht mehr, nicht mehr. Du wärst sehr enttäuscht, alter Freund. Du hättest eine sehr viel bessere und feinere Arbeit abgeliefert. Geht er nochmal raus? Ich muss sie... Wo sind... Meine ich, muss sie wohl im anderen Raum gelassen haben. Hat er das vorhin auch gesagt? Wow, komm schon. Die Bombe. Das sieht... Uhrweg tickt, ja. Kontobücher. Lafcadio. Wo den Trinity... Hä? Eine riesige Uhr zum... Oh, Mann. Wie soll ich denn hier jemals richtig gucken? Was müssen wir denn da hinmachen? Mein wunderschönes Anwesen. So. Wir machen das jetzt nochmal. Ich weiß nur nicht, mit was ich da noch interagieren soll. Wir haben auch alles ausprobiert. Feuerzeug, Regen. Das Einzige, was wir nicht ausprobiert haben, ist die Uhr, aber... Das macht jetzt auch gar nicht mal so viel Sinn. Durch die Tür können wir nicht gehen. Das heißt, es muss was in diesem Raum sein. Ah, da hinten liegt eine Uhr. Ja, ja, komm. Ich würde gern vorspulen, aber zu dem Zeitpunkt kann ich, glaube ich, nicht vorspulen. Ein Dutzend Gäste, ein Dutzend Zeugen. Riskant, ja, ja. Ich hätte jetzt sonst noch versucht, die Uhr da hinten zu reparieren, obwohl das nicht wirklich Sinn macht, weil wir haben ja hier oben eine Uhr, die funktioniert, nämlich die ganz große. Und er geht nach der Bombe nochmal raus. Das heißt, wir müssen eigentlich an der Bombe interagieren, aber was sollen wir da machen? Hier ist die Geige. Sixpence. Ach Mann, immer das Gleiche. Schwer, ja, ja, schwer, schwer. Sixpence, ich habe leider nicht deine Talente. Ja. Ja, doch. Wir sind enttäuscht, weil Bomben finde ich nicht gut. Dass der da so drin verwickelt war, wundert mich. Gebrannte Mandel? Chili-Soße? Das ist... bitte, bitte hör auf. Verarsch mich doch einfach nicht.
Gut, dann starten wir jetzt den Tag neu. Wir müssen ja unten landen. Jetzt. Boah, ich bin gerade schon ein bisschen müde, aber was ist denn jetzt los? Ich bin, glaube ich, nicht mehr aufnahmefähig. Was liegt hier? Aurum Seitenschneider für Details im Inventar schon. Ich sehe schon, die Details im Inventar sind wahrscheinlich wieder. Ja. Valka, die sind ja wieder Gold wert. Ein Nachbau des Sexy Brutal. Die Stelle der Kamin wurde mit Flaggen markiert. Für Bomben, Brandbomben. Hier. Nein, die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Ich bin mir sicher. Gut, dann gehen wir mal raus. Der Blick aus dem Fenster reicht bis in die Ferne. Du merkst, wie schön es hier sein kann. Ja. Ich kann aber auch hier hingehen. Ist hier noch was? Muss ich den Seitenschneider hier mit... Was will denn der hier jetzt? Ach, warte mal. Jetzt können wir da reingehen. Nein, können wir nicht. Ah, la, 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 la. Ich will jetzt nicht Game Over sein. Jetzt hat er die Bombe dahin gebracht. War die vorher hier? Brandbomben. Aber ich kann hier ja gar nicht interagieren. Hier war doch vorhin. Ach, das war die. Oh mein Gott. Das war die Bombe. Ich dachte gerade, das wäre eine Uhr. Oh Gott, das ist echt schon zu spät für mich. Alles klar. Die Bombe liegt vor unserer Nase. Wir müssen da was durchschneiden. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich verstehe. Oh Mann. Das ist die Bombe, die da liegt. Keine Uhr. Ach. Aber es ist schön nachgebaut, ne? Hier so mit sogar 3D. So, Y. Die Geschichte des Sexy Brutal. Warte, der Draht ist durchtrennt. Ach was, nee. Wer. Moment, da stimmt was nicht. Der Timer. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie wäre zu früh hochgegangen. Oh mein Gott, Boone. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kriegen wir mit, was passiert. Oh mein Gott. Ich glaube, die Masken müssen dich nicht mehr jagen, Boone. Die Spielchen sind jetzt überflüssig. Oh, Lafcadio, was machst du denn hier? Bitte, du musst gehen. Ich kann das erklären, aber wahrscheinlich muss ich das gar nicht. Nein, wir können durch die Zeit reisen. Tut mir so leid, mein alter Freund. Ich hätte es dir sagen sollen, aber du kannst eben sehr beharrlich sein, oder? Ich werde alles niederbrennen. Du weißt, wie sehr ich diesen Ort liebe. Aber sie liebe ich noch mehr. Wusstest du, dass wir ein Kind bekommen? Ja. Und dieses Anwesen, all diese Kosten und die Mühen. Ich bin nicht mehr der wilde junge Spieler von früher, Luffy. Ich dachte, du wärst stolz auf mich. Ich habe die Dämonen sicher weggesperrt. Keine Jagd mehr nach den höchsten Einsätzen. Obwohl auch diesen Plan seinen Reiz hätte. Obwohl auch dieser Plan, ja. Aber ich habe den Zeitpunkt so eingestellt, dass es erst in die Luft geht, wenn alle draußen sind. Das Anwesen wird niederbrennen, wenn die Kamine. Denn die Kamine sind alle miteinander verbunden. Und ich habe das Personal angewiesen, in jeden Kamin eine Ladung zu legen. Aber es wird niemand zu Schaden kommen. Und dann musste ich feststellen, dass der Draht hier gekappt wurde. Und ich habe meinen furchtbaren Fehler bemerkt. Wenn nicht jemand den Draht durchtrennt hätte, wäre alles viel früher in die Luft geflogen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Verstehst du es jetzt? Er hat es nie gewollt. Er hat nie jemanden wehtun wollen. Bitte, bitte, erspar mir diese Qual. Ilja. Was? Was? Das ist sie? Mann, das war bestimmt voll offensichtlich für einige von euch. Aber die war halt auch nicht schwanger und die hatte dunkle Haare. Nein, das hat er nicht so gewollt. Aber er hat es getan. Und sie sind gestorben. Alle. Er hat sie getötet, Boone. Er hat alle getötet, die ihm etwas bedeutet haben. Seine Freunde, seine eigene Frau, sein ungeborenes Kind.
Wir haben es nicht verdient, dass man uns vergibt. Sie haben es nicht verdient, vergessen zu werden. Verstehst du nicht, Boon? So halte ich sie am Leben. Das Fest dieser Tag. Das Fest dieser Tag. Ich erneuere das Leiden. Ich sehe ihre Gesichter. Ich erinnere mich an sie. Sie würden wollen, dass wir uns selbst vergeben. Sie würden uns gehen lassen. Sie würden wollen, dass du lebst. Aber ich bin nicht bereit dafür. Ich werde niemals bereit sein. Bitte, Boon. Wer ist das jetzt? Boon. Wer ist der Typ mit der Maske, mit der goldenen? Alles, was du in diesem Anwesen siehst, sind die Erinnerungen eines gebrochenen Mannes. Seine Albtraumnacht, in der er alle Menschen umgebracht hat, die ihm etwas bedeutet haben. Er hat sie jede Sekunde seines Lebens bereut und sich immer gewünscht, zurückgängig machen zu können. Ein Mann allein ist für alles verantwortlich, was in diesem Anwesen geschieht. Ach, das sind die gleichen. Er ist der links, rechts ist der Tote und... Ach, Lukas. Und der ist auch Lukas. Nur der Tote. Oder nicht Tote, sondern der, der... Oder? Nee, Lukas doch. Und... Lukas? Die sind Lafcadio, oder? Lukas. Schau, wie alt du geworden bist, mein Lieber. Es ist an der Zeit. Es ist auch an der Zeit, die Folge zu beenden. Ich bin gerade total verunsichert. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach mal einen Cut. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in der letzten Folge wieder. Alles klar. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Und wenn die Folge ganz kurz wird, dann wird sie halt nur ganz kurz.